Elm ist nach da. Scheiße. Was ist aber mit Williams los? Ja, die entwickeln halt noch für die aktuelle Saison, was wir nicht machen, ne? Das war auch so ein Fehler. Auch das muss ich mir zu Herzen nehmen, wirklich am Anfang. Klar, wo man entwickelt, entwickeln für aktuelle Saison, forschen für die aktuelle Saison. Na, entwickeln, genau. Und auch wenn man anfängt zu forschen, trotzdem noch so ein bisschen die Entwicklung ankurbeln für die aktuelle Saison, ne? Weil irgendwann bist du dann wirklich chancenlos und dann Hülkenberg ist aus. Safety Car auf der Strecke. Es sind noch 10 Runden. Nee. Da gehe ich nicht mehr raus, oder? Da gehe ich nicht mehr raus. Jemand vor uns ist rausgeflogen. Das ist gut. Jo, Toasty. Hat mir auch Spaß gemacht, dass du dabei warst. Dankeschön nochmal für deinen Follow und dass du so lange dabei warst, ne? Ich wünsche dir, wie gesagt, bereits schon ein paar Mal gesagt, einen wunderschönen guten Abend noch. Und vielleicht sieht man sich die Tage ja wieder, ne? Dir auch, Dankeschön. Piastri Boxenstopp-Problem? Ja gut, der ist sowieso nicht in den Punkten. Ja gut, jetzt gerade sind wir ja in der Safety-Phase, ne? Meinst du ausgewogen? Stimmt, aber mir glaube ich ja eh nicht so. Ich kann eigentlich Druck machen, weil ich werde ja sowieso nicht so viel rausballern können in ein paar Runden. Na, Pusher ist egal. Tsunoda auf Rang 12, Halleluja. Nee, okay, das kriegen wir nicht hin. Stimmt. Die haben alle frische Reifen. Ja, das war's dann. Noch ist auf Rang 7. Das kann ich wirklich abschminken, ne? Ich gehe auf Angreifen, aber das wird nichts. Wir haben die einfach die zu guten Reifen. Wir können ja wirklich angreifen mit frischen Softs. Ich hoffe, Gasti überholt noch eben. Aber hey, trotzdem ein gutes Rennen von uns. Nee, Elben wird 10. Gute Fungi, wunderschön. Hallöchen. Scheiße. Damit sind die jetzt punktgleich mit uns. Wir waren jetzt so knapp. So knapp. Wünsche dir auch Funke. Dankeschön. Dankeschön. Aber damit du Bescheid weißt, ich mache heute nicht mal Multiplayer mit. Ekta ist heute der Host und ich werde später noch ein bisschen reingucken. Allerdings jetzt nicht streamen, weil ich habe erst Mitte Februar mein erstes Pflichtspiel. Dann dachte ich mir, es ist ein bisschen zu langweilig, wenn ich jetzt einfach nichts mache ansonsten. Ne, dann genehmigen, natürlich. Moral wird abgesagt. Wird erhöht, also alles gut. Prozent, ja, das geht eigentlich noch locker. Ja, der Motor, ne? Den nutzen wir noch fürs Training und Qualifying. Und später im Rennen kriegt ihr dann den 31% Motor. Finanzen. Ja, die Finanzen sind kacke. Personal, wollen wir nochmal mit Tsunoda verlängern, wenn es gefällt? Geht nicht, okay. Dann vielleicht ja mal später.
Das wird nichts, ne? Las Vegas waren die zufrieden, das ist ja immerhin. Immerhin. Unter dem Ziel. Nein. Das wird nichts. Machen wir erstmal hier Seitenkästen. Am billigsten Geld sparen. Ne, immer schon Geld sparen. Letztes Rennen. Oh, letztes Rennen jetzt für uns, ne? Ja, ja, ja. Ich will eigentlich, ey, ich habe so Bock auf Saison Nummer 2. Dass es nicht die Früchte unserer Arbeit jetzt kosten kann, wie man so schön sagt. Tut weh. Tut weh. Aber natürlich wie immer selbst schuld. Da ist man natürlich selbst schuld. Ha, er erreicht es doch. Zack. Ja. Und am Ende werde ich dann wahrscheinlich in einem anderen Team fahren. Aber ich will eigentlich nicht in einem anderen Team fahren, ne? Scheiße. Naja, gut, ist halt so. Fuck. Trotzdem hätte es mich interessiert, jetzt, falls wir rausfliegen sollten, wonach es sehr stark aussieht, wie gut wir dann wären. Ja. Wenn ich bei einem anderen Team fahren würde. Aber noch nee. Mal gucken. Bis Qualifying 1. Ja, jetzt kommt wieder hier das Blöde mit Sprintrennen, worauf ich gar keinen Bock habe, aber ist halt so. Sprintrennen soll Theo auch mit einem schlechteren Motor erstmal fahren. Und dann ein richtigen Rennen. Mit dem guten 31% Motor. Simulieren bis Rennen. Die Spannung steigt und wir spüren bereits das Knistern in der Luft. Aber das ist kein Wunder am Renntag. Gut, dann auf geht's, würde ich mal sagen. Okay, gut, da geht nicht, ne? Moment, haben wir das ganze normale Rennen? Doch kein Sprintrennen? Hä? Bin ich dumm? Wahrscheinlich, ne? Pff. Pff, soll mir recht sein, ne? Noch besser. Nimmst du das hier mal? 37. Ist dann sicherer, ne? Startposition 15 und 14. Warum? Da waren wir so gut noch drauf. Krass. Normal, normal. Medium Sard. Du kriegst Hard Mediums. Los geht's. Nur 58 Runden stehen zwischen. Halten Sie sich gut fest für den großen Preis. Das letzte Rennen der Saison. Die Ampel ist aus und los geht's. Vielleicht können wir jetzt wieder ein zufriedenstellendes Rennen fahren, aber mal gucken. Norris 8er, meine Güte. Direkt 18 und 20. Ja, krass. Ja, krass. Direkt durchgereicht komplett, ne? Eieiei. Ja, wer weiß, vielleicht können wir trotzdem noch irgendwie ein zufriedenstellendes Rennen machen. Ja, eigentlich ist der Vorstand viel zu sauer auf uns, ne? 9 Fighter, hallöchen. Auch ein frohes Neues.
müssen wir rein Runde 26 etwa und da erst Runde 35. Alles klärchen. Ja gut, hier werden die Williams nichts sammeln, aber die sind ja schon vor uns. Oder ne, punktgleich war das, ne? Ja, aber warum werden wir Platz 8 angezeigt? Guck mal, wir haben sogar einmal die schnellste Rennrunde. Wahrscheinlich, weil wir ein Rennen weniger abgeschlossen haben, kann das sein. Aber da muss man sagen, wir haben ein Rennen weniger gemacht und trotzdem genauso viele Punkte. Also eigentlich sind wir im Schnitt krasser, oder? Eigentlich sind wir krasser. Finde ich nicht richtig, dass wir da siebter, achter sind. Oder als Achter gelistet werden. Oh, ich bin ja hier nicht, der dafür zuständig ist. Ne? Am Ende fliegen wir deswegen aus. Ich muss ja jetzt schon mal die Ausreden suchen, warum wir rausfliegen. Wer weiß, vielleicht mal irgendwann einen neuen Save, wenn wir rausfliegen und dann klappt es vielleicht im dritten Versuch. Oder vielleicht klappt es im dritten Versuch. Ja, das wäre schön. So. Ja, auch nicht sehr reifenschonend gefahren, der Yuki. Kennt man gar nicht von ihm. Schade. Hamilton mit einem Unfall in Kurve 1. Spielt natürlich Norris in die Karten. Ja, ich denke mal, mit 19 und 20 wird unser Vorstand nicht ganz so zufrieden sein. He will be not so amused. Er hat einfach nur noch durchgefahren und gehofft, gebetet zum heiligen Formel 1 Gott. Mehr kommt auch nicht mehr. Mehr ist nicht mehr möglich. Also beim Formel 1 Manager 2022 wurden wir ja schon irgendwo in der Hälfte der Saison rausgeschmissen, ne? Hier nicht. Hier waren wir gut dabei. Der Forscher hat uns eigentlich gemocht. Sehr gemocht sogar. Aber am Ende wurden wir trotzdem ausgeschmissen. Geil, ne? Ja, 17 und 20 wird auch schlecht sein. Für den Gemütszustand unseres Forschers. GG an Verstappen, hat wieder gewonnen. Ja, wir sind 17. und 20. Ey, immerhin ohne Crash am Ende noch, ne? Heute lief für Yuki Tsunoda einfach nicht. Ihr habt eine Trophäe bekommen. Schließ eine komplette Saison ab. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Ey, komm, eigentlich sind wir 7. mit Williams. Seien wir mal ehrlich, ne? Wir sind nicht 8., wir sind 7. Das finde ich eigentlich, finde ich sogar blöd, dass wir als 8. gelistet werden und jetzt sagte Vorstand, wir haben unser Saisonziel nicht erreicht, wir wurden 8. Wir sind 7. zusammen mit denen. Kein Vertrauen. Ja. Enttäuscht, 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 enttäuscht. Versagt. Ja. Wie viel Geld willst du haben? Immer noch abgelehnt. Wirst du eine ganze Million fast mehr haben. Jetzt bist du nicht mehr interessiert. Okay. Du bist mir einer.
Und du? Na? Ah. Mann! Ja. Was soll man dazu sagen, außer verkackt. Ne? Verkackt. Könnten hier noch forschen. Ich mach's trotzdem, mit der Hoffnung, dass vielleicht das klappt. Ne? Was ist billiger? Heckflügel, Unterboden, aber Heckflügel einfach. Komm. Benutzen wir das Restliche, was wir noch haben hier. An CFD und Stunden im Windkanal. Aber ich wüsste wirklich zu gerne, wie gut wir werden, ne? Naja. Gerade noch so genug Ingenieure. Also sagen wir es mal so, wenn wir das alles schaffen, hätten wir immerhin alles zweifach entwickelt, bis auf, ich glaube, den Unterboden war das. Na, jetzt gucken wir mal, ne? Was am Ende passiert. Jetzt gucken wir mal, was am Ende passiert. 2,7 Millionen haben wir noch als Limit. Ja, nehmen wir an, ne? Personaländerung. Jetzt geht's nochmal. Ja, komm, haben wir 2,3 Millionen. 2,32. Jetzt musst du auch mal langsam ja sagen, oder? Das kannst du nicht ernst meinen. Er kann doch nicht so fucking viel wollen, oder? Oder hier, Jody Eggington. Oder wollen immer mehr, je kürzer der Vertrag ist. Und eigentlich wollen die nicht bleiben und deswegen ist das so. Was für ein Unsinn, oder? Oh, bitte bleib. Lasst mich hier noch, bitte. Ich wäre so froh. Ey, komm, keine Schulden, immerhin. Und wie soll das sich noch ändern? Können wir dann irgendwas machen? Nee, ne? Wahrscheinlich. Vorstandsvertrauen, ja gut. Das ist erst in 34 Tagen, ne? Eine Million haben wir noch, das wollen wir jetzt mal nicht ausgeben. Kann ich jetzt vielleicht nochmal verlängern? Nein. Mit dir? Nein. Okay. Ja, werd nochmal besser, ja. Zeig mir nochmal, dass du krass bist. Ich mach jetzt 3 Millionen. Wenn er das ablehnt, ja, sorry, dann kann ich auch nichts mehr machen. Ah! So. Alles in Ordnung, aber abgelehnt. Warum? Ach so. Er hat keinen Bock auf mich, okay. Er möchte mich nicht haben. Bei dir wahrscheinlich genauso, ne? War ihm wahrscheinlich genauso. Ja, auch das ist noch zu wenig. Okay. Na gut. Ein technischer Leiter. Dann wollen wir mal kurz noch einen technischen Leiter kaufen. Offen für Handlungen. Einstellungsbonus, sehr gerne. Er verdient aktuell 1,854. Machen wir mal 2,4 Millionen. 2,5 Millionen. Vielleicht will er ja. Okay, ist noch zu wenig. Ah, mal 3 Millionen.
Aber warum? Nee, dafür Geld haben wir nicht. Kostenlimit 1,050 Millionen. Ja. Ja, vielleicht nehme ich ja jemanden ohne Vertrag, ne? Na gut. Ja, auch schwierig. Ah, das geht ja sogar. Schön. Na, was sagt er denn dazu? Oh. Ja, machen wir. Ey, der hat 85, ne? 83, okay. Ja, wenn es nur weg ist, dann ist halt, dann haben wir halt Lyman Lawson. Forschung abgeschlossen, das ist schön. Was wir nach einem neuen Fahrer suchen, oder wirst du vielleicht jetzt irgendwie? Wahrscheinlich immer noch nicht, ne? Ja, das macht keinen Sinn. Alonso hätte Bock. Aber gut, 11,7 Millionen. Der Bottas. Mann, ohne Scouting. Ja, ich mache gerade nicht alles richtig, klar. Wahrscheinlich brauche ich das gar nicht zu machen, weil ich eh entlassen werde. Aber ich versuche es einfach mal. Nee, der verliert mir auch so viel. Lanze. Gehe ich direkt mal auf 3 Mille. Scheiß drauf, ich habe dann wirklich ja Lyman Lawson und wahrscheinlich werden wir eh entlassen, also von daher. Auch die Forschung wurde durchgeführt, ja, alles super, was ich gemacht habe, aber gut. 35 von 75, habe ich nicht irgendwie schon relativ viel gebaut? In diesem Jahr zumindest? So, jetzt kommt's, ne? Forschung Heckflügel und jetzt sehen wir mal, was jetzt passiert. Bitte, bitte nicht entlassen, bitte. 10. Auch da sind wir letzter. Was heißt auch da? Scheiße. Die sind 7. Komm.
Okay. Ich wurde gefeuert. Fuck, Mann. Mann, ich hatte eben. Ich wollte so sehr bleiben, ne? Kein Interesse. Ja, ist klar. Haas würde auch gehen, ja, aber. Bin ehrlich, ne? Habe ich keinen Bock drauf. Ich wollte Alpha Tauri pushen. Ey, echt schade, ne? Ich hab's wieder nicht verkackt. Ich hab's wieder verkackt. Ja, ich hab's wieder verkackt. Scheiße. Dann ist das so, ne? Dann war's eigentlich schon mit diesem Projekt, muss man sagen. Dann war's es eigentlich mit Formel 1 Manager. Dann haben wir einen guten Abschluss gefunden. Guten Abschluss? Was für einen guten Abschluss? Schlechten Abschluss. Aber ja, mein Ziel war es, mit Alpha Tauri zu zocken. Wir haben es nicht geschafft. Mal gucken, ob ich mit dem F1-Manager noch einen neuen Save starte, vielleicht mit einem anderen Team. Und dann wirklich auch dann trotzdem ohne Training und so weiter. Also direkt zum Qualifying nach vorne pushe und gehe, simuliere und danach das Rennen auch direkt mache. Oder bei warten bis zum Nachfolger. Wenn denn einer kommt, weil da ja auch noch so ein bisschen Sachen in der Schwebe sind, ne? Weil das Spiel sich, glaube ich, noch nicht so ganz so gut verkauft hat, wie erwünscht, aber mal gucken. Ja, aber erstmal würde ich sagen, war es das dann von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zugucken. Und ja, vielleicht sieht man sich trotzdem wieder beim F1 Manager und auf YouTube. Und ansonsten, habt noch einen schönen Tag. Ciao, tschüss. Euer Dento. Ich wollte weitermachen.